Die drei Verteidiger der SV Ried heißen heute Lukas Rothpuller, Thomas Reifelshammer und Jan-Marc Riegler. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. 10 Tage nach dem Cup-Achtelfinalspiel treffen Ried und Rapid also schon wieder aufeinander, bereits zum 6. Mal im Jahr 2011. Der Sieger der heutigen Partie ist zumindest bis morgen Tabellenzweiter in der Tipp 3 Bundesliga. Im Moment beträgt der Rückstand für beide Teams auf den ersten Admira ja 7 Punkte, denn die Admira hat ja am Nachmittag 0:0 in Wiener Neustadt gespielt. Rein in die Keine-Sorgen-Arena. 7.300 Zuschauer sind hier. Das Stadion ist ausverkauft. Das ist sie also, die Aufstellung der Arena. 3-3-3-1-System, so wie immer bei Paul Kludowatz. Es gibt nur eine Veränderung gegenüber dem 1:1 in der Vorwoche in Salzburg. Jan-Marc Riegler in Salzburg nur eingewechselt, ist von Anfang an dabei, beginnt anstelle von Marcel Ziegel. Stefan Lexer kommt wieder von der Bank, rechtsoffensiv Nacho auf der Lexer-Position und der ist heute zum 100. Mal in der Bundesliga im Einsatz. Schiedsrichter der Partie ist Manfred Krasnitzer, der 43-jährige Kärntner, zum 6. Mal in dieser Saison im Einsatz. Die beiden Kapitäne, Thomas Gebauer, der Rieder Goli und Steffen Hofmann, der also seine Knieverletzung überwunden hat. Im Cup vor 10 Tagen spielte Rapid im 4-4-2-System, auch in der Vorwoche gegen Sturm beim 3:2-Heimsieg. Heute kehrt Peter Schöttl aber aus Sicherheitsgründen, wie von Hans Krankel angemerkt, zum 4-2-3-1-System zurück. Einzige Sturmspitze wie im Derby, und da hat er ja gegen die Austria getroffen, ist Guido Burgstaller. René Gadler muss weichen, weil Hofmann eben wieder zurück ist und natürlich zentral offensiv im Mittelfeld spielt. Die Viererkette unverändert, Trimmel, Drazan an den Flanken und auch die beiden Sechser, Hikinen und Prager, wie in der Vorwoche. Das ist ja also die einzige Sturmspitze bei den Rapidlern. Guido Burgstaller heute sein 5. Pflichtspiel in Grün-Weiß. Von den vergangenen 4 Duellen der beiden Teams, 2-mal Meisterschaft, 2-mal Cup, hat Ried 3-mal gewonnen. 1-mal gab es ein Unentschieden, das war im August im Hanabi-Stadion, als sich Oliver Glasner so schwer verletzt hat. Das sollte also seine letzte Bundesliga-Partie sein. Sonnleitner und Harry Pichler wieder das Innenverteidiger-Duo bei Rapid. Erstmal Sekinen und abseits von Burgstaller. Thomas Gebauer, sein Einbürgerungsverfahren läuft. Sollte in den kommenden Wochen abgeschlossen sein und dann wird er bei der derzeitigen Tormannsituation in Österreich mit Sicherheit auch ein Thema sein für den neuen Teamchef, für Marcel Koller, der übrigens heute auch hier im Stadion ist. Trimmel leicht gestoßen von Basala Masana, Burgstaller im Laufduell mit Reifelshammer. Der Nachfolger von Oliver Glasner als Abwehrchef, gutes Zweikampfverhalten und damit Abstoß vom Tor der Rieder. Thomas Reifelshammer, der 23-Jährige, ist der einzige Rieder Feldspieler, der bisher in dieser Saison keine einzige Sekunde versäumt hat. Christopher Trimmel und Schimpelsberger verliert den Ball an Meilinger, aber
Häkkinen kommt zu Hilfe. Hofmann. Schlecht gespielter Pass, gedacht für Drazan. Nacho, der feiert morgen Geburtstag, wird 29. Casanova. Die Flanke zu. Genau auf Helge Peier, in diesem Fall abgegeben vom Ex-Rapidler von Thomas Hinum. Von den vergangenen 18 Bundesliga-Heimspielen hat Ritz nur ein einziges verloren. Eine 1:3 Heimniederlage gab es gegen Red Bull Salzburg, das war am 14. August dieses Jahres. Gesehen, Stefan Lexer bei den Riedern auf der Bank, Guillaume nach überstandener Fußverletzung und auch für Beichler vorerst nur ein Platz auf der Ersatzbank. Und jetzt gibt es den ersten Eckball im Spiel für die Gäste aus Wien. Steffen Hofmann. Interessante Variante. Katzer auf Burgstaller. Drazan. Sonnleitner scheitert da vorerst an Basala Masana, aber Rapid bleibt im Ballbesitz. Interessante Eckballvariante. Ähnliche Situation wie beim Cup-Achtelfinale, als ja Drazan dann dieses Traumtor für Rapid erzielt hat. Braga, gutes Zweikampfverhalten von Thomas Braga. Schimpelsberger. Sicherheitspass und damit neuer Spielaufbau bei Rapid. Drazan. Wieder Pichler. Sonnleitner auf Burgstaller. Reifelshammer. Die Rieder normalerweise bekannt dafür, dass sie versuchen, das Mittelfeld möglichst schnell zu überbrücken. Sehr oft mit weiten Bällen nach vor agieren und dann sehr schnell nachrücken. Das ist in dieser Szene überhaupt nicht der Fall. Vielleicht jetzt Riegler. Wechselpass und der missglückt. Aber Drazan hat da nicht aufgepasst, hat er offensichtlich auch Nacho übersehen. Karill, Häkkinen, Hofmann, Konterchance für Rapid, aber wieder nicht exakt genug gespielt. Casanova im Zweikampf mit Pichler. Fehler im Spielaufbau, die gilt es für Rapid heute in Grenzen zu halten, denn dann hat Ried eben die Möglichkeit, schnelle Gegenangriffe zu fahren. Häkkinen. Drazan. Und wieder Thomas Braga. Schimpelsberger. Sonnleitner, hoher, weiter Ball auf Burgstaller. Stellungsfehler da hinten in der Dreierabwehrkette. Der Rieder, aber nichts passiert. Dane Lacic.
Rotpoler, jetzt hat er viel Platz vor sich. Gut gespielt, der Ball auf Karil, aber aufgepasst von Pichler. Praga. Burgstaller links, Drazan ganz alleine bekommt den Ball auch. Viel Platz für Christopher Drazan. Flanke etwas zu weit zum Riedertor. Gedacht war die Flanke für Christopher Trimmel. Also Drazan auf Trimmel, die beiden Rapidler, die im Teamkader stehen. Gebauer mit der Hand dran und es gibt den zweiten Eckball für Rapid. Und wieder Gebauer aufmerksam und der nächste Corner für die ganz in Weiß spielenden Rapidler. Eckball Hofmann auch von rechts. Schimpelsberger kommt raus, aber Hofmann entschließt sich jetzt offensichtlich zu flanken. Das macht er gut. Und Pichler wäre beinahe an den Ball gekommen. Der Gebauer versucht, das Spiel schnell zu machen mit einem weiten Ausschuss auf Marco Meilinger. Aber Markus Häkkinen hat dann Geschwindigkeit offensichtlich wieder zugelegt in dieser Saison. Bei den Rapidlern sitzen die Ex-Räder Salihi und Nuhiu auf der Bank, genauso wie Gattler. Gar nicht dabei ist wieder Deni Ala, der unter 21 Nationalspieler. Boris Prokopitz hat auch keinen Platz im 18er-Kader. Das gilt auch für die Herren Patoka und Sauram. Keinen Platz im Teamkader hat auch Helge Peier. Für manche überraschend und auch weil er nicht so souverän agiert hat wie in den vergangenen Wochen, war es doch überraschend, dass Marcel Koller ihn überhaupt nicht einberufen hat, zumal er ja 3 Torhüter in den Kader für das Spiel in Lemberg gegen die Ukraine genommen hat. Abseitsstellung deshalb die Partie unterbrochen. Sonnleitner Kopfballduell mit Casanova. Trimmel. Riegler gewinnt den Zweikampf mit Burgstaller. Casanova und wieder Sonnleitner sehr energisch und an das Foul von Casanova. Es gibt zu Recht Freistoß für Rapid, auch wenn das der 25-jährige Solostürmer der Räder nicht ganz so sieht. Das war das erste Foul überhaupt in diesem Spiel, war also ein sehr fairer Beginn hier in der Keine-Sorgen-Arena in Ried. Meilinger beweist Übersicht. Relativ abwartend das Spiel beider Mannschaften. Pichler auf Burgstaller. Fehler von Rotpuller und jetzt Burgstaller rein in den Strafraum. Reifelshammer, aber er kann den Torschuss dann nicht verhindern. Trimmel vor Basala Masana. Beste Chance im Spiel für Rapid in der 12. Minute. Eingeleitet von Guido Burgstaller, abgeschlossen von Christopher Trimmel. Sonnleitner. Häkkinen. Rapid versucht nachzusetzen. Aber Häkkinen hat da überhaupt keine Anspielstation. Wo ist eigentlich Christopher Drazan? Hofmann. Rotpuller zuletzt am Ball und es gibt schon wieder Eckball für Rapid.
Nur hat einer was dagegen und das ist der Schiedsrichter, das ist Manfred Krasnitzer. Also deutlich zu erkennen für sehr viele hier im Stadion, dass Lukas Rothpuller zuletzt am Ball war. Das war die Situation davor, der Fehler von Rothpuller, dann der Antritt von Burgstaller. Reifelshammer kommt nicht mehr richtig in den Zweikampf und dann Trimmel mit Vorteilen natürlich gegen Basala Masana. Letztlich verhindert dann Thomas Gebauer den Führungstreffer für Rapid. Abseitsstellung von Casanova. Rapid also etwas gefährlicher bisher als Ried. Und Rapid hat ja in den vergangenen 9 Pflichtspielen immer getroffen. In den ersten 7 Pflichtspielen in dieser Saison blieb Rapid 4-mal torlos. Unter anderem beim 0:0 gegen Ried im Hanapi-Stadion. Also zumindest was das Offensivspiel betrifft, hat sich Rapid in den vergangenen Wochen stark gesteigert. Rapid initiativer in der Anfangsphase, fast 60% Ballbesitz für die Mannschaft von Peter Schöttl, aber das ist ja sehr oft so bei den Rieder Bundesligaspielen, dass die Rieder deutlich weniger im Ballbesitz sind als der Gegner. Das hat einfach mit der Spielanlage zu tun, das hat einfach mit der Tatsache zu tun, dass die Mannschaft von Paul Kludowatz eben sehr oft versucht, mit weiten Bällen zum Erfolg zu kommen. Prager hält den Ball sehr lange, wird dann gefoult von Anel Hacic, schnell ausgeführt, der Freistoß von Burgstaller. Hofmann, links geht Drazan. Nacho kommt zurück, leichter technischer Fehler von Christopher Drazan. Und dann begeht er das Foul und deshalb Ballbesitz für die Oberösterreicher. Die Flanke wieder nicht exakt genug in den Strafraum. Berger gewinnt das Kopfballduell. Hofmann, wieder Burgstaller. Gegen Reifelshammer, kein Foulspiel von Reifelshammer. Der ist enorm zweikampfstark. Das beweist er auch in dieser Szene. Und Paul Kludowatz hat einiges zu notieren. Er hat sich am Nachmittag schon mit dem neuen Teamchef getroffen, mit Marcel Koller. Angeblich hat Koller Kludowatz schon dazu überredet, Facebook beizutreten. Ekinen. Katzer mit dem Rückpass auf Helge Peyer. Nicht unbedingt unriskant gespielt vom Rapid-Goalie. Katzer schlägt wieder den Rückwärtsgang ein. Markus Katzer, der zumindest in dieser Saison beweist, dass er wieder ein solider Leistungsträger bei Rapid geworden ist. Drazan, Hofmann, sehr viel unterwegs. Hacic attackiert von Trimmel. Meilinger.
Masala Masana. Etwas Balkel gegen Schimpelsberger, aber dann kommt Christopher Trimmel. Einwurf Ried. Etwas ängstlich wirken die Rieder auf mich in diesen ersten knapp 18 Minuten. Dann gibt es auch immer wieder Diskussionen auf dem Spielfeld zwischen einzelnen Akteuren. Da ist vor allem bei den Offensivspielern, bei Casanova, bei Caril, bei Nacho, wenig Bewegung zu bemerken. Jetzt Casanova weicht endlich einmal auf die Flanke aus, Meilinger. Gutes Zusammenspiel mit Caril. Und Pichler unterbindet gerade noch das Anspiel auf Casanova. Auch in dieser Situation hat Marco Meilinger, der 20-Jährige, der ja eigentlich Red Bull Salzburg gehört, gezeigt, dass er ein exzellenter Fußballer ist. Hat den Ball auch ganz eng am Fuß geführt. Da war er schon wieder, Marco Meilinger. Heute zum 6. Mal für die SV Ried in der Bundesliga im Einsatz. Kopfballduell Riegler gegen Trimmel. Casanova attackiert von Häkkinen, Foulspiel. Auch in diesen Situationen, schauen Sie mal, versucht die Rapid-Viererkette relativ hoch zu stehen, sich nicht hineindrängen zu lassen. Meilinger auf Basala Masana und dann das Foulspiel des Deutschen. Freistoß durch Michael Schimpelsberger. Burgstaller gewinnt das Kopfballduell mit Reifelshammer. Und dann Riegler. Einwurf Rapid. War der Meilinger mit der Hand dran? War wohl der Fall und deshalb muss es jetzt eigentlich Freistoß für Rapid geben und den gibt es auch. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Krasnitzer. Angezeigt vom Assistenten von Thorsten Obfurzer. Steffen Hofmann. Hacic per Kopf, Rapid setzt nach über Drazan und Burgstaller. Hofmann, den Ball erwischt er nicht, weil Basala Masana ihn da vielleicht noch etwas irritiert hat. Aber bienvenue Basala Masana. Der ehemalige deutsche Nachwuchsnationalspieler war da nicht mehr am Ball und deshalb gibt es Abstoß. Vom Tor der Räder. Wieder Burgstaller, diesmal gegen Riegler. Guter Burgstaller, die Solospitze der Rapidler in sehr viele Zweikämpfe verwickelt. In diesen ersten knapp 22 Minuten. Prager. Im Mittelfeld hat Rapid sehr viel Platz.
weil die Rieder da sehr viel Raum lassen zwischen der eigenen Defensive und Offensive. Prager steckt durch auf Steffen Hofmann, aber der trifft den Ball nicht richtig. Steffen Hofmann mit der großen Chance, Rapid in Führung zu bringen. Prager steckt hier den Ball durch und dann kann Reifelshammer Hofmann nicht mehr am Torschuss hindern. Aber hier trifft Hofmann den Ball einfach nicht richtig. Zweite gute Möglichkeit für Rapid. Die Rieder noch ohne Torschuss in diesem Spiel. Harter Einstieg gegen Marco Meilinger. Masana, Masana. Casanova steigt da zwar höher als Bichler, aber der Ball geht genau auf Helge Peier. Drazan gegen Hino und Nacho. Und jetzt gegen Rotpuller, Hofmann. Wieder Drazan. Er schießt Rotpuller an und es gibt den nächsten Eckball für Rapid, bereits den vierten. Die Rieder noch ohne Corner. Also auch die Sky-Statistik beweist deutlich, Rapid bisher hier das spielbestimmende Team. Eckball wieder durch den Kapitän. Riegler befördert den Ball per Kopf zunächst einmal aus der Gefahrenzone. Katzan auf Drazan. Trimmel mit viel Platz, mit viel zu viel Platz, aber die Kopfballvorlage auf Sonnleitner kommt nicht an. Wieder Trimmel. Torschuss und was macht denn Thomas Gebauer? 40er Patzer des Rieder Goalies. Christopher Trimmel bringt deshalb Rapid 10 Minute 25 in Führung. Sein vierter Saisontreffer, aber der wurde ihm geschenkt von Thomas Gebauer. Zunächst hier die gute Angriffsaktion der Rapidler mit dieser Vorlage von Trimmel auf Sonnleitner und dann schießt hier Trimmel und Gebauer kriegt den durch die Hosenträger. Thomas Gebauer, ein so sicherer Tormann. Jahrelang einer der Besten in der Liga, aber in dieser Saison hat er nicht zum ersten Mal ordentlich in die Punkt gegriffen. Rapid führt verdient, keine Diskussion, aber aus Sicht der Rieder ist dieser Gegentreffer natürlich enorm ärgerlich. Peter Schöttls Team kommt also glücklich zum Führungstreffer durch Christopher Trimmel. Insgesamt ist die Leistung der Rapidler bisher auch sehr in Ordnung. In allen Belangen bisher das bessere Team als die SV Ried zu sein. Ist für Rapid eine wirklich gute Nachricht. Drazan. Gestoßen von Nacho, Spiel läuft weiter, fairer Zweikampf nach Meinung von Schizita Krasnitzer.
Schimpelsberger. Auf den Torschützen, auf Trimmel. Einwurf Ried. Häkkinen zögert, aber Pichler passt auf, ist vor Karil am Ball. Hacic. Na, Fino. Rechts Nacho. Die Räder müssen jetzt initiativer werden. Müssen mit mehr Lang ins Spiel gehen und der nächste Tormannfehler. Ignacio Rodriguez Ortiz, genannt Nacho, macht sich selbst das schönste Geschenk zu seinem morgigen Geburtstag. Aber was ist da mit Helge Payer los? Für ihn gilt dasselbe wie für Thomas Gebauer auf der anderen Seite. Beide mit einigen Fehlern in dieser Saison. Nacho zieht nach innen, wird nicht attackiert von Katzer, aber auch wenn der Ball hier aufspringt, das darf keine Ausrede sein für Helge Payer. Den Ball muss er einfach zur Seite wegschlagen. Zwei schwere Tormannfehler sind dafür ausschlaggebend, dass dieses Spiel 1:1 steht in der 29. Minute. Statistisch gesehen gehen die Rieder mit ihrem ersten Torschuss in Führung durch Nacho. Es gab eine Situation, als Meilinger da aufs Tor schießen wollte, aber doch eher ein Stangelpass rausgekommen ist. Eins zu eins der neue Spielstand, also hier in der mit 7.300 Zuschauern ausverkauften Keine Sorgen Arena. Eiergoli skandieren die Rieder Fans. Ein S könnte man hinten noch anhängen, aber das wäre besonders boshaft. Ärgerlich natürlich für die beiden Torhüter, die schon so wichtige, so gute Spiele gemacht haben für ihre Teams. Aber beide wirken verunsichert in dieser Saison. Helge Payer wurde ja schon einige Male auch herausgestellt und durch Jan Nowota, der derzeit noch verletzt ist und wohl in diesem Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen wird, ersetzt. Hinum kann den Ball nicht mehr im Spiel halten. Einwurf Rapid. Hacic mit dem Foul an Hofmann, noch viel war da nicht. Häkkinen gegen Karil. Vorteil war auch ein Foul von Häkkinen. Und der Zweikampf war jetzt fair. Bisher die Rapidler im Großen und Ganzen sehr konzentriert in diesem Spiel, abgesehen natürlich die Aktion von Helge Payer und jetzt diese Unaufmerksamkeit von Markus Häkkinen, der einfach zu lange gewartet hat, um den Ball weiterzuspielen. Hacic auf Basala Masana, Trimmel. Karil gegen Sonnleitner. Prager zögert, deshalb kommt Basala Masana noch an den Ball. Häkkinen. Trimmel gestoppt von Hacic. Meilinger, jetzt ist etwas mehr Musik drin in dieser Partie. Und dafür haben die beiden Torhüter gesorgt, Thomas Gebauer und Helge Payer. Meilinger stark, setzt sich gegen zwei Rapidler durch, auch gegen den dritten. Karel, kein Abseits. Aber Sonnleitner verhindert den Stangelpass.
Hofmann auf Burgstaller, Drazan läuft links mit, bekommt jetzt über Umwege, über Katzer den Ball. Drazan, Katzer hinterläuft, Drazan entscheidet sich für den Wechselpass, gute Idee, Trimmel. Und dann die Schussmöglichkeit für Steffen Hofmann. Thomas Gebauer mit beiden Fäusten auch nicht wirklich sicher. Meilinger, endlich einmal richtig Tempo im Spiel. Meilinger gegen Schimpelsberger, Schimpelsberger zuletzt am Ball und es gibt nach 33 Minuten den ersten Eckball für die Heimmannschaft. Meilinger. Karil etwas verunglückt, diese Kopfballvorlage. Praga hatte da die Hand weit draußen. Casanova, Payer kommt gut raus. Und leitet sofort den Gegenangriff ein, aber nicht exakt genug der Ausschuss gedacht für Christopher Drazan. Sonnleitner auf Trimmel. Der könnte jetzt Fahrt aufnehmen. Das seine Schnelligkeit ausspielen. Hofmann, Praga. Trimmel gegen Basala Masana. Hofmann, wieder Praga, relativ leicht können sich da die Rapidler reinkombinieren in den Strafraum der Rieder, die da sehr tief gestanden sind. Tomasino, ja, auf Nacho. Wieder hinum. Dann klärt Pichler. Also der Einwurf muss ein paar Meter weiter hinten ausgeführt werden. Jan-Marc Riegler. Katzer gewinnt das Kopfballduell mit Nacho. Anel Hacic. Meilinger, der wäre beinahe vor Schimpelsberger an den Ball gekommen. Masala Masana, auch der ist schnell im Duell mit Trimmel. Fairer Zweikampf, gutes Tackling von Christopher Trimmel. Vielleicht das Missverständnis da zwischen Basala Masana und Casanova. Sehr viele schöpferische Pausen in dieser ersten Spielhälfte. Dauert oft sehr lange, bis das Spiel weitergeführt wird. Basala Masana, gute Flanke, Karil. Und dann Drazan gegen Hino. Burgstaller mit etwas Glück bleibt am Ball. Guter Haken gegen Hino. Wieder Drazan. Rotbuller verhindert den Pass auf Burgstaller. Hofmann, Abseitsstellung von Guido Burgstaller. Ärgerlicher Spielverlauf bisher für Peter Schöttl. Seine Mannschaft war deutlich das dominierende Team hier. Hatte die Partie unter Kontrolle. Dann gab es das Geschenk von Thomas Gebauer und wenig später die Retourkutsche unter Anführungszeichen von Helge Payer. Häkkinen. Burgstaller, guter Pass auf Trimmel, wieder Laufduell mit Basala Masana. Dass diesmal der Rieder für sich entscheidet. Sch-
Schimpelsberger setzt sich energisch durch, Trimmel. Gute Flanke und Burgstaller rutscht am Ball vorbei. Immer dann, wenn es Rapid schafft, über die Flanken zu kommen, vor allem über Trimmel rechts, aber auch über Drazan auf der linken Seite, dann wird es enorm gefährlich für die Oberösterreicher. Ermahnende Worte für Markus Häkkinen von Schiedsrichter Manfred Krasnitzer. Häkkinen hatte davor schon Glück, dass er bei dieser Aktion, als Krasnitzer Vorteil laufen ließ, nicht verwarnt wurde. Bei Standardsituationen sind die Räder enorm gefährlich, das wissen die Rapidler mit Sicherheit auch. Marco Meilinger wird diesen Freistoß mit Schnitt zum Tor treten. Der kommt gefährlich. Sonnleitner. Rotbuller. Katzer vor Casanova. Reifelshammer und Hacic geraten da ineinander, die beiden Mitspieler. Und Anel Hacic, der zentrale Mittelfeldspieler der Räder, bleibt da verletzt liegen. Unglücklicher Zusammenstoß da zwischen Thomas Reifelshammer, der Anel Hacic nicht gesehen hat, und seinem Mitspieler. Meilinger. Wieder gutes Zweikampfverhalten von Trimmel, Schimpelsberger. Prager mit vielen Ballkontakten. Pass in die Tiefe gedacht für Burgstaller, aber abgefangen von Reifelshammer. Sofort geht es in die andere Richtung. Typischer Räder-Gegenangriff. Reifelshammer, weiter Pass auf Nacho. Der gegen Katzer. Flanke auf Karill. Und dann klärt Schimpelsberger zur Ecke. Zweiter Corner für die SV Ried. Gute Aktion von Nacho. Und dann gewinnt zunächst Trimmel das Kopfballduell mit Karill und dann Schimpelsberger. Eckball wieder durch Marco Meilinger, der auffälligste Räder ist bisher in diesem Spiel. Guter Corner, Casanova. Dahinter ist auch noch Thomas Reifelshammer, der kopfballstarke Innenverteidiger, mitgesprungen. Hier schauen Sie, der hätte den Ball eigentlich besser getroffen. Der Ballbesitz der Rapidler ist etwas zurückgegangen, beträgt nur mehr 54%. Zweikampfverhalten nach wie vor bei beiden Teams sehr gut, deshalb auch ausgeglichen das Verhältnis. Prager gegen Karill, Foulspiel von Thomas Prager. Mit einer starken Leistung gegen Sturm hat sich Thomas Prager zunächst einmal seinen Platz im zentralen defensiven Mittelfeld bei Rapid gesichert, an der Seite von Markus Häkkinen, der wieder voll fit wirkt nach seiner Nebenhöhlenoperation. Riegler. Stark wieder von Meilinger. Vasala Massana, Trimmel zögert da ein wenig und es gibt Eckkorner. Nein, es gibt Abstoß. Aber erstmals war da Christopher Trimmel nicht aufmerksam genug gegen Basala Masana. Und die Entscheidung ist richtig. Basala Masana, der hier anzeigt, er sei am Trikot gehalten worden.
war zuletzt am Ball, also hätte auch Freistoß für Ried pfeifen können, aber das war einer von vielen Zweikämpfen zwischen diesen beiden Außenspielern. Der von beiden auch relativ hart geführt wurde. Weiter Bälle nach vorn, kein Rezept, um hier gegen diese Rieder Mannschaft zum Erfolg zu kommen, aber das wird Peter Schöttl seinen Spielern in der Pause mit Sicherheit auch sagen. Drahtzahn, Schuss geblockt von Riegler Hikinen. Wieder auf die rechte Seite, Spielverlagerung nach links wäre wohl die bessere Idee gewesen. Prager holt keinen Freistoß raus, wollte den unbedingt, aber Krasnitzer macht ihm den Gefallen nicht. Hekinen. Hofmann. Rechts Trimmel, ganz alleine, bekommt jetzt den Ball und hat viel Zeit, um jetzt zu flanken. Die Flanke ist gut, aber hinum vor Katzer. Rapid setzt nach, Hekinen. Wieder Trimmel. Drahtzahn. Hofmann geht nach innen, wird leicht gestoßen von Hacic. Rapid bekommt den Freistoß. Wieder nicht. Aber immer wieder erobern die Rapidler den Ball sehr schnell wieder zurück. Burgstaller. Frankie auf Trimmel, der setzt den Kopfball. Auch gut aufs Eck, aber etwas am Tor vorbei. Christopher Trimmel, der bestreitet nicht nur mit Abstand die meisten Zweikämpfe aller Akteure auf dem Feld. Insgesamt 26 bereits, 14 davon hat er gewonnen. Auch diesen gewinnt er gegen Basala Masana. Der Kopfball geht aber knapp am Tor von Gebauer vorbei. Und wieder ist Rapid über die Flanken gekommen und dann werden die Hütteldorfer hier in Ried ein ums andere Mal gefährlich. Eine Minute wird in Hälfte 1 nachgespielt. Meilinger gegen Schippelsberg. Gibt noch einen Einwurf für die Rieder. Karel. Masala Masana, die Flanke hinter das Tor und das war wohl die letzte Aktion vor der Pause. Überpünktlich der Pausenpfiff von Schiedsrichter Manfred Krasnitzer. Pausenstand zwischen der SV Ried und dem SK Rapid Wien 1:1. Rapid war über weite Strecken in dieser ersten Spielhälfte die bestimmende Mannschaft. Das bessere Team ist verdient mit 1:0 in Führung gegangen durch ein Geschenk von Thomas Gebauer. Der sah ganz schlecht aus bei diesem Halsbandschuss von Christopher Trimmel. Auf der anderen Seite wird Helge Peyer auch alles andere als erfreut sein. Er weiß ganz genau, er war an diesem Gegentreffer durch Nacho in Minute 29 höchst beteiligt. Einer der auffälligsten Akteure bei Rapid ist Christopher Trimmel. Immer dann, wenn es über die Flanken geht, dann wird die Mannschaft von Peter Schöttl immens gefährlich. Helge Peyer auf dem Weg in die Kabine, Markus Katzer wird ihm gleich folgen. Davor steht er Gerhard Grabert noch Rede und Antwort. Rapid sind bisher in dieser Saison 15 Treffer nach der Pause gelungen. Nur Sturm noch mehr, nämlich 16. Die Ried auf der anderen Seite, die haben in den zweiten Spielhälften in dieser Saison erst 5 Tore kassiert. Nur Salzburg noch weniger, nämlich 4. Also vielleicht bleibt es hier sogar bei diesem 1:1. Entscheidend könnte allerdings sein, dass der eine oder andere Tormann noch etwas dagegen hat.
Rapid gilt es mit Sicherheit an die Leistung vor der Pause anzuschließen. Die war sehr in Ordnung. Eine deutliche Steigerung ist bei den Hütteldorfern zu erkennen in den vergangenen Wochen. Trimmel. Auf Praga. Rotpuller dazwischen. Kein Foul an Hacic, entscheidet Schiedsrichter Krasnitzer. Deshalb bleibt Rapid im Ballbesitz. Burgstaller. Drahtzahn mit der Sicherheitsvariante, Ball zurück auf Helge Peier. Sonnleitner. Herrlicher Pass auf Prager. Da ist die Gasse offen für Thomas Prager, aber der lässt diese Möglichkeit aus. Minute 47, die große Chance für Rapid, hier wieder in Führung zu gehen. Der perfekte Pass von Sonnleitner, natürlich. Abwehr hier völlig auseinandergezogen. Reifelshammer ist da rausgerückt aus der Kette. Deshalb hatte Sonnleitner Platz, um diesen Ball auf Prager in die Tiefe zu spielen. Aber der Mittelfeldspieler, der Rapidler, trifft den Ball nicht richtig. Hatte vielleicht auch ein wenig zu viel Zeit, um hier zu überlegen. Aber dritte, wirklich tolle Möglichkeit für Rapid, abgesehen vom Tor. Aber das war ja eigentlich gar keine Top-Chance. Bichler gegen Casanova. Harte Attacke von Casanova. Jetzt faire Attacke von Häkkinen gegen Karil. Schiedsrichter Krasnitzer lässt einiges laufen, lässt relativ hart spielen. Die Rieder ziehen sich sehr weit zurück, versuchen jetzt aber den Abstand zwischen Defensive und Offensive nicht mehr so groß werden zu lassen, wie meist vor der Pause. Flanke Burgstaller. Riegler per Kopf und nächster Eckball für Rapid. Der insgesamt fünfte bereits für die Wiener. In aller Ruhe richtet sich da Steffen Hofmann den Ball her. Jetzt muss Schiedsrichter Krasnitzer dann auch die Gemüter beruhigen. Da gab es eine leichte Auseinandersetzung zwischen Mario Sonnleitner und einem Rieder. Jetzt der Eckball von Hofmann. Wieder aufs kurze Eck. Katzer verlängert, aber optimal ist das nicht gelungen. Schimpelsberger. Häkkinen, der Einzige, der da ganz hinten bleibt, um abzusichern bei den Cornern. Hofmann, Praga, schönes Zusammenspiel, Burgstaller. Immer noch guter Burgstaller, der Ball auf Praga gespielt und Riegler vor Praga am Ball. Aber sehr sehenswertes Kombinationsspiel der Rapidler jetzt. Hofmann, Praga, Burgstaller waren die Beteiligten an dieser Szene. Sie haben diesen nächsten Eckball rausgeholt. Die Formkurve bei Rapid geht nach oben, das liegt mit Sicherheit auch an guter Burgstaller und Thomas Prager. Nächster Eckball, Hofmann, der ist noch gefährlicher als der vorhin. Auch in den ersten 5 Minuten nach dem Seitenwechsel. Rapid das bessere Team. Gegen Basala Masana. Dieses Duell geht auch in Hälfte 2 weiter. Praga mit sehr vielen Ballkontakten jetzt nach dem Seitenwechsel. Häkkinen. Wieder Praga.
Burgstaller, gutes Zusammenspiel mit Trimmel. Guter Burgstaller. Riga kommt nicht mehr in den Zweikampf. Reifelshammer verhindert die Flanke und dann setzt Trimmel nach. Basala Masana stößt ein wenig, aber das war wohl zu wenig für einen Elfmeter, zumindest nach Meinung von Schiedsrichter Krasnitzer. Ball ist nach wie vor im Spiel, aber wir schauen gleich ganz genau drauf auf diese Situation. Und zwar jetzt. Guter Antritt von Trimmel, Basala Masana und Trimmel fällt viel zu leicht. Richtige Entscheidung von Krasnitzer, das war kein Elfer. Schimpelsberger auf Hofmann. Hofmann gefault von Riga. Rapid macht jetzt ordentlich Druck. Paul Kludowitz mit lautstarken Anweisungen an der Seitenlinie. Wird Marco Meilinger rüber beordert, um auf Drahtzahn aufzupassen. Hofmann, interessante Variante. Die Rieder waren so überrascht, dass sie ihm den Ball sofort wieder zurückgeben. Geber, diesmal kommt er sehr gut raus aus dem Tor und dann der Schuss von Christopher Drahtzahn. Bei aller berechtigter Kritik an Thomas Gebauer nach diesem Blackout in Hälfte 1. Das ist auch eine seiner Stärken, dass er hier rauskommt, energisch aus dem Tor bei hohen Bällen. Peter Schöttl ist zu einem Wechsel gezwungen. Er muss Christopher Trimmel rausnehmen, der angeschlagen ist. Seine Leistung, die war in Ordnung. Und Sie sehen es ganz deutlich, er humpelt raus. Hoffentlich gibt das keine Probleme für das Länderspiel in der Ukraine. Und an seiner Stelle kommt der Ex-Rieder Ate Nuhiu in die Partie. Was bedeutet das für die Formation der Rapidler? Die bleibt gleich, so wie es aussieht. Nuhiu vorne jetzt Solospitze und Burgstaller auf der rechten Seite im Mittelfeld auf der Position, die zuvor Trimmel inne hatte. Nicht nur, weil er das Tor erzielt hat oder es ihm besser geschenkt wurde durch Thomas Gebauer. Trimmel, einer der auffälligsten, der besten Rapidler an diesem Abend hier in Ried. Bin neugierig, wie das Fehlen dieses Aktivposten sich jetzt auf das Spiel der Wiener auswirkt. Basala Masana wird es jetzt auf alle Fälle einmal mit Guido Burgstaller auf dieser linken Defensivseite der Rieder zu tun bekommen. Erster Ballkontakt für Nuhiu. In der Vorwache reichten ihm ja 24 Joker-Minuten für zwei Tore gegen Sturm. Und auch bei Ried kommt es noch vor der Ausführung dieses Freistoßes zu einem Wechsel. Aus der Partie geht Ivan Karil. Der war relativ unauffällig, aber das gilt für den ein oder anderen Rieder Offensivspieler heute. Und an seiner Stelle kommt Stefan Lexer ins Spiel. Vorigen Dienstag 35 Jahre alt geworden. Stefan Lexer, an diesen Freistoß hat Anil Hacic getreten. Casanova, das Kopfball dann doch deutlich am Tor vorbei. Lexer spielt auf seiner angestammten Position rechts offensiv im Mittelfeld und Nacho rückt
bei den Rädern nach innen auf die Position zentral-offensiv hinter der Solospitze Casanova. Erstmal Stefan Lexer, attackiert von Christopher Drazan, gut attackiert von Christopher Drazan. Auch in Sachen Defensivarbeit Drazan stark verbessert in den vergangenen Wochen. Pichler. Fekinen. Zumindest phasenweise gelingt es den beiden Innenverteidigern Sonnleitner und Pichler, da Übergewicht im Mittelfeld zu besorgen. In Ansätzen zumindest. Sonnleitner auf Hofmann und dann Balsala Masana vor Burgstaller. Aber diese schnell gespielten Bälle in die Tiefe, die sorgen für Unruhe in der Defensive bei den Riedern. Schuss von Hofmann mit links, deutlich am Tor vorbei. Casanova attackiert von Braga, Schimpelsberger vor Basala Masana. Jetzt Platz für Burgstaller. Es hat einmal Raum vor sich, attackiert von Hacic. Reifelshammer per Kopf und dann klärt hin um die Situation. Katzer setzt nach gegen Lexa. Häkkinen. Rechts Burgstaller nach wie vor frei, schlechter Ball von Häkkinen. Hofmann. Basala Masana gegen Burgstaller. Zweikampfsieger. Paul Kludowatz wirkt nicht sehr zufrieden mit dem, was seine Mannschaft heute hier zeigt. Die Rieder tatsächlich mit diesem Unentschieden bisher gut bedient. Schimpelsberger, guter Antritt. Klares Foul von Riegler. Und jetzt gibt es die allererste gelbe Karte im Spiel für Jan-Marc Riegler nach diesem Foul an Michael Schimpelsberger. Der kommt mit viel Tempo aus der eigenen Hälfte und Riegler kommt einfach viel zu spät in diesen Zweikampf. Trifft nicht mehr den Ball, nur mehr den Gegner. Aber es war aus taktischer Sicht auch ein wichtiges Foul von Riegler. Freistoß für Rapid davor. Zweiter Wechsel bei den Riedern. Basala Masana geht raus. Und anstelle des jungen Deutschen kommt Marcel Ziegel in die Partie, der ist noch jünger. Basala Masana ist 19, Ziegel 18 Jahre alt, zum sechsten Mal in dieser Saison im Einsatz. Der Freistoß durch Hofmann, gefährlich, Katzer verfehlt, aber Nuhius Kopfball. Aber hätte er getroffen, der Treffer hätte nicht gezählt, denn Ate Nuhiu war hier im Abseits. Und die Entscheidung ist richtig. Daniel Trampusch, der Assistent auf der gegenüberliegenden Seite, hatte zu Recht die Fahne oben. Wieder Nuhiu. Gut gespielt auf Burgstaller. Der hat jetzt kurzfristig die Position mit Drazan getauscht. Burgstaller gegen Reifelshammer. Der hat da den Weg rein in den 16er zugestellt. Häkkinen attackiert von Hacic.
wie der Prager. Setzt sich durch gegen Rotbuller. Prager auf, Hoffmann. Riegler fällt ab. Nächste tolle Chance für Rapid. Beteiligt daran Thomas Prager und Steffen Hoffmann. Also das Abwehrverhalten der so hochgelobten Defensivabteilung der Rieder heute, alles andere als in Ordnung. Nur das Glück und in diesem Fall hier das Bein von Riegler verhindern, dass Ried hier nicht längst im Rückstand ist. Siebenter Corner Rapid. Hoffmann. Sonnleitner verfehlt, Hacic per Kopf. Aber Hoffmann bekommt den Ball noch einmal. Nuiu! Harter Kopfball-Zweikampf mit Lukas Rotpuller. Gute Flanke von Hoffmann. Und dann kann man hier auch auf Foul von Nuhiu entscheiden. Schiedsrichter Krasnitzer hat kein Foul gesehen, entscheidet auf Abstoß. Jetzt Foul von Pichler an Casanova. Marco Meilinger. Prager rutscht da völlig unnötig. Nacho auf Hinum. Und der Ball wird noch enorm gefährlich für Helge Payer. Endlich wieder einmal eine halbwegs gelungene Offensivaktion. Der Rieder Ausgangspunkt, der schnell abgespielte Freistoß und dann dieser Schuss von Hacic, der von Katzer gefährlich abgefälscht wird. Dritter Eckball, SV Ried. Der wird ausgeführt von Stefan Lexer. Schimpelsberger per Kopf wieder hinum. Diesmal trifft er den Ball nicht richtig. Schlechter Abschlag von Helge Payer. Casanova gegen Schimpelsberger. Prager. Wieder Einwurf Ried. Marcel Ziegel, ein Missverständnis da mit Marco Meilinger. Rotpuller schießt den Ball da beinahe raus aus dem Stadion. Behauptet den Ball gut gegen Ziegel. Drazan. Kommt nach wie vor über die rechte Seite. Burgstaller jetzt über links. Prager. Nuhiu, Hoffmann. Herrliche Kombination, aber der letzte Pass funktioniert nicht. Hinum. Die Rieder versuchen wieder mit schnörkellosem Spiel dagegen zu halten und gehen sehr energisch jetzt wieder in die Zweikämpfe. Häkkinen oder Lexer, wer war zuletzt am Ball? Häkkinen, zumindest nach Meinung des Schiedsrichterteams. Burgstaller.
Und jetzt gibt es den Einwurf für Rapid. Casanova zuletzt am Ball. Vor Praga, Einwurf Rapid. Burgstaller. Katzer läuft gut, herrlicher Schupfer von Burgstaller auf Katzer, der ist aber im Abseits gewesen. Nein, es ist auch heute ganz deutlich zu erkennen mit Güter Burgstaller und auch mit Thomas Prager sind einfach viel mehr spielerische Möglichkeiten bei Rapid da. Da ist einfach mehr Kreativität im Spiel, da gibt es mehr Überraschungsmomente. Nachdem diese beiden ihre langwierigen Verletzungen ausgeheilt haben, läuft es bei Rapid einfach besser. Lujillo. Häkkinen, Prager. Schimpelsberger. Fast 60% Ballbesitz für Rapid jetzt. Aber der letzte Pass kommt wieder nicht an. Von Drazan auf Nuhio. Bis zum gegnerischen 16er ist das alles sehr stark, was Rapid hier zeigt. Aber es steht nach wie vor 1:1. Und am Ende des Tages zählt im Fußball nichts anderes, als dass der Ball ins Tor muss. Das Geheimnis des Fußballs ist ja der Ball. Das hat Uwe Seeler eins gesagt, der heute übrigens seinen 75. Geburtstag feiert. Hacic schickt Hinum auf die Reise. Und der tritt sie mit etwas Verzögerung an. Jetzt aber guter Antritt von Hinum. Und die Schussmöglichkeit für Ziegel, aber das dauert etwas zu lange. Glück für Rapid, dass Casanova da nicht an den Ball kommt. Lexa. Noch einmal Casanova und Bayer. Ausschuss Bayer auf Hofmann. Gute Ballannahme. Die Rüdi-Attacke von Reifelshammer. Aber auch dieses Foul von Thomas Reifelshammer relativ geschickt. Vor allem dann, wenn man keine gelbe Karte kassiert. Gleich 70 Minuten vorbei. Freistoß Hofmann. Hin und per Kopf. Drazan. Ziegel und jetzt die Konterchance für die Rieder. Viel Platz für Nacho nach dem Zuspiel von Hinum. Kein schlechter Schuss von Nacho. Jetzt aber Payer sicher. Ziegel, Casanova per Kopf. Aber immer wieder gelingt es der Mannschaft von Paul Kludowitz jetzt zumindest Nadelstiche zu setzen. Das war in der Anfangsphase dieser zweiten Spielhälfte überhaupt nicht der Fall.
Unordnung in der Rapid-Hintermannschaft und das schnelle Umschalten von Defensive auf Offensive hat endlich einmal funktioniert bei den Innviertlern. Diesmal macht Payer Nacho den Gefallen nicht. Wieder Freistoß, Steffen Hofmann. Diesmal kommt der Ball besser, Sonnleitner mit vorne. Und Rotpuller befördert den Ball dann raus aus dem Strafraum. Schimpelsberger. Wieder guter Antritt von Michael Schimpelsberger und wiederholt einen Freistoß raus. Michael Schimpelsberger mit einer starken Vorstellung heute. Lässt auf seiner Seite da hinten nicht viel zu, hat Marco Meilinger auch gut im Griff. Und beteiligt sich immer wieder am Offensivspiel der Rapidler. Freistoß diesmal durch Christopher Drazan. Ball wird also mit links zum Tor hingetreten. Etwas zu hoch, etwas zu ungenau. Dieser Freistoß von Drazan. Versuchter Wechselpass von Rotpuller kommt nicht an. Schimpelsberger hat aufgepasst. Drazan bleibt dabei. Drazan kommt über rechts. Burgstaller über links. Ekinen. Auch mit Trimmel hat Drazan ja in den vergangenen Wochen immer wieder die Positionen getauscht, aber nur kurzfristig. Nuhio, stark auf Hofmann. Drazan. Riegler dazwischen, Prager versucht nachzusetzen. Wieder Hofmann, kommt nicht mehr an den Ball. Hacic. Der Schimpelsberger hat keine Anspielstation, versucht es auf eigene Faust, geht vorbei an Meilinger und wird wieder gefault, diesmal von Marcel Siegel. Zwei Spiele am heutigen Tag, hier in Ried steht es 1:1 nach knapp 74 Minuten. Am Nachmittag gab es das 0:0 zwischen Wiener Neustadt und Tabellenführer Admira. Das heißt, alle Spiele, alle Tore im Augenblick, beide Spiele, zwei Tore ab 20.30 Uhr auf Sky Sport Austria. Freistoß, diesmal wieder durch Hofmann. Sonnleitner per Kopf. Auch der zweite Innenverteidiger Pichler war da mitfahren im gegnerischen Strafraum, hätte auch eine gute Position gehabt. Katzer gegen Lexa. Das Bein von Katzer war viel zu weit oben. Auch wenn Lexa nicht der allergrößte ist. Richtige Entscheidung, Freistoß für Ried. Noch eine Viertelstunde. Freistoß Stefan Lexer. Schimpelsberger per Kopf. Prager verliert das Kopfballduell mit Hacic, Spichler. Und dann das Foul von Lukas Rotpuller an Atenuhio.
Trujillo angeschlagen. Und Schiedsrichter Krasnitzer zeigt mit etwas Verzögerung Lukas Rothpohler jetzt die gelbe Karte. Die zweite gelbe Karte für einen Rieder am heutigen Abend. Jan-Marc Riegler war der Erste, der verwarnt wurde. Lukas Rothpohler ist jetzt der Zweite. Bei Rapid hat noch keiner gelb gesehen. Pichler. Burgstaller gewinnt den Zweikampf mit Lexa Nohio. Aber kein Rieder mehr am Ball, es gibt den Einwurf für die Oberösterreicher. Oh, mit viel Tempo kommt er. Thomas Hinum wird hart attackiert von Pichler. Paul Kludowatz ist kaum zu beruhigen. Auf Intervention des Ried-Trainers gibt es jetzt Gelb für Harry Pichler. Und das ist ärgerlich für ihn, denn es ist die fünfte gelbe Karte für ihn. Deshalb fehlt der Rapid in zwei Wochen im Schlager gegen Salzburg. Ball war noch im Spiel. Die Attacke ist sehr robust. Der Ball war allerdings auch dabei. Bin mir nicht sicher, ob Krasnitzer hier Gelb gezückt hätte. Hätte Kludowatz nicht so energisch rebelliert an der Linie. Hinum wird behandelt und Lukas Rothpohler schießt den Freistoß. Und den schießt er nicht unbedingt gut. Nacho. Ziegel. Lexa, Kopfballvorlage für Casanova. Wieder Lexa. Nachos Kopfball, kein Problem für Helge Payer. Distanz zum Tor war hier für einen gefährlichen Kopfball einfach zu groß. Trazer. Oh, warum spielt der Burgstaller den Ball nicht sofort in die Tiefe? Da hat er viel zu lange gezögert. Christopher Trazer, das wäre jetzt eine tolle Kontermöglichkeit für Rapid gewesen. Hacic, das war gestrecktes Bein von Anil Hacic. Also wenn die Attacke von Pichler vorhin gelb war, kann man hier auch gelb zeigen. Auch für Hacic wäre es die fünfte gewesen. Dritter und letzter Wechsel bei Ritz. Aus der Partie geht Ignatius Diaz Casanova Montenegro. Der Solostürmer der Rieder und in die Partie kommt Robert Jull. Freistoß Hofmann. Vacic verlängert er unfreiwillig. Noch 10 Minuten plus etwaige Nachspielzeit. Die Rieder haben sich erfangen in den vergangenen Minuten. Die Überlegenheit der Rapidler ist nicht mehr so deutlich zu erkennen. Burgstaller im Zusammenspiel mit Katzer. Prager. Ein Fehler von Prager und dann begeht er das Foul an Hacic. Zu Recht sieht jetzt Thomas Prager auch die gelbe Karte. Ist etwas abgetaucht in den vergangenen Minuten. Liegt mit Sicherheit daran, dass er noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist, nach langer verletzungsbedingter Pause. Hat er ja immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen in den vergangenen Jahren. Aber er kann ein sehr wichtiger Spieler werden für Rapid. Vielleicht hat er in den vergangenen Jahren auch
viel zu oft den Verein gewechselt. Sonnleitner mit dem Fehler, Robert Schull, aber Payer kommt sehr gut raus aus seinem Tor. Prager, Häkkinen. Schimpelsberger, gefault von Meilinger, Vorteil, Prager. Wieder Prager, gutes Zusammenspiel mit Trazza. Pichler auf Katzer. Burgstaller. Und die Ritter kommen jetzt besser in die Zweikämpfe als vor der Pause, auch als in der Anfangsphase der zweiten Spielhälfte. Gebe aus Ausflug. Da macht er das am Ende sehr souverän. Der Goli der Rieder. Gegen Lexa gibt Einwurf für die Rieder. Nacho. Versucht immer wieder aus der Distanz zu schießen, Nacho. Und Anil Hacic ist angeschlagen. Die gelbe Karte, die kassiert Markus Häkkinen. Für ihn vorerst ohne Folgen. Diese gelbe Karte, es ist seine vierte in dieser Saison. Meidinger. Rechts kommt hin und mit. Der hat einen guten Schuss und der zieht ab. Helge Payer. Mit Schwierigkeiten, aber am Ende hat er den Ball dann doch. Nicht einfach zu halten, dieser Schuss von hin um für den Rapid-Goalie. Was ist die Stärke dieser Räder? Aus dem Nichts kommen sie sehr schnell vor das gegnerische Tor. Bei Rapid ist das in den letzten 20, 25 Minuten phasenweise auch ganz nett anzusehen, aber manchmal einfach auch zu kompliziert. Hofmann, rechts Schimpelsberger. Wer ist jetzt? Bekommt er den Ball? Drazan. Drazan rechts spielt, ist natürlich die Gefahr unter Anführungszeichen gegeben, dass er zu sehr nach innen zieht. Dass dann über die Seiten relativ wenig geht. Einwurf Rapid. Noch 5 Minuten plus Nachspielzeit. Nach wie vor 1:1 zwischen Ried und Rapid. Sehen wir hier doch noch einen Sieger. Drazans Flanke zu ungenau für Nuhio.
Ball von Sonnleitner an Meilinger. Marius Sonnleitner mit dieser Entscheidung von Schiedsrichter Krasnitzer nicht einverstanden. Aber der Foulpfiff ist vertretbar. Sonnleitners Attacke geht nur gegen den Körper des Gegenspielers, nicht gegen den Ball. Meilinger und Lexer beim Ball. Lexer mit rechts. Anedacic. Schimpelsberger gewinnt diesen wichtigen Zweikampf, leitet den Konter ein, wird gefault. Und Nacho weiß ganz genau, dass er jetzt die gelbe Karte sieht. Und da bindet mit diesem Foul an Schimpelsberger möglicherweise einen vielversprechenden Konter für Rapid. Ein Foul, das Nacho einfach machen muss. Nuhio, Burgstaller. Da war sie, die Top-Chance für Rapid hier. Nach diesem Freistoß und der Kopfballverlängerung von Nuhio. Burgstaller nicht im Abseits. Rotpuller zu weit weg, aber dieser Ball war natürlich auch sehr schwer zu nehmen für Guido Burgstaller. Da rutscht er mit dem Standfuß weg und deshalb trifft er den Ball nicht richtig. Spiel geht schon wieder auf der anderen Seite weiter hin um. Burgstaller. Beide Mannschaften mit dem Versuch, dieses Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Prager herrlich auf Nuhio. Noch 2 Minuten. Kürze wird der Rapid noch einmal tauschen. Hamdi Salihi, der Ex-Rieder, macht sich bereit. Nacho auf Meilinger. Und diesen wichtigen Zweikampf hätte Schimpelsberger jetzt beinahe verloren. Da ist Michael Schimpelsberger zuvor nicht optimal gestanden bei diesem Pass. Dann Nuhio attackiert von Rotpuller. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. 89 Minuten gleich vorbei. Meilinger gegen Schimpelsberger. Sonnleitner dazwischen. Wieder Meilinger. Nacho hält den Ball im Spiel. Aber nicht wirklich. So, und jetzt kann es zum Wechsel bei Rapid kommen. Aus der Partie geht der Kapitän, geht Steffen Hofmann, der sehr viel unterwegs war. Und an seiner Stelle kommt jetzt für die Nachspielzeit Hamdi Salihi, der ehemalige Goalgetter der SV Ried. Und der Peter Schöttl praktisch nie mehr erste Wahl in den vergangenen Wochen. Jetzt könnte er aber vielleicht doch noch die Entscheidung bringen. Rapid braucht Veränderung. Da hinten das Plakat der Rapid-Fans. Ich denke, die Veränderung ist da seit dem Sommer deutlich erkennbar, auch auf dem Spielfeld in den vergangenen paar Wochen. Minuten werden also nachgespielt. Das ist das Minimum. Es gab 6 Spielerwechsel
in dieser zweiten Hälfte. Foul von Reifelshammer in Salih. Entscheidet Schiedsrichter Krasnitzer zum Unmut der Rieder-Fans. Und Peter Schöttl beordert alle seine Spieler nach vorn. Christopher Drazan wird diesen Freistoß treten. Ball kommt auf Nuhio. Oder war ein Foul dabei? Die beiden Trainer diskutieren da hin und wieder an der Linie. Paul Kludowatz und Peter Schöttl. Schulter auf Lexa. Sondleitner. Bichler, noch einmal Rapid. Reifelshammer gefault von Burgstaller. Thomas Reifelshammer, der ist tatsächlich hier in Ried der legitime Nachfolger von Oliver Glasner. Wir sind in der allerletzten Minute. Gibt es doch noch eine Entscheidung in dieser Partie. Noch einmal Rapid, Foul von Jules an Katzer. Weiter Ball von Helge Peyer. Nuhio geht natürlich ins Kopfballduell gegen Rotpuller. Prager gestoßen. Und Ried noch einmal über Jules. Lexa gegen Häkkinen. Geht nur mehr ein paar Sekunden. Hinum. Hacic. Auf Meilinger. Schimpelsberger bei ihm. Der Ball kommt schon Mitte und Peyer hat den Ball. Ganz sicher. Das war's. Die SV Ried und der SK Rapid Wien trennen sich mit 1:1. Beide Treffer vor der Pause, beide Treffer nach Tormannfehler. Thomas Gebauer mit einem sehr schweren Fehler beim Treffer von Christopher Trimmel. Helge Peyer mit einem schweren Fehler beim Tor von Nacho. Rapid war dem Sieg mit Sicherheit heute näher als Ried. Über 90 Minuten hat Rapid hier eine sehr starke Leistung gebracht. Dennoch hätte diese Partie mit etwas Pech auch verloren gehen können. Der Aufwärtstrend, was die Leistung betrifft, geht bei Rapid weiter. Die Ergebnisse stimmen für die Mannschaft von Peter Schöttl noch nicht so ganz. Rapid hatte drei Top-Chancen durch Trimmel, durch Hofmann in der ersten Spielhälfte. Dann durch Prager nach dem Seitenwechsel. Und dann gab es auch noch diese Möglichkeit von Guido Burgstaller. Also deutliche Chancen plus heute bei Rapid. Die Rieder, denke ich, können mit diesem Punkt zufrieden sein. Wir blicken gleich auf die Zahlen, Daten und Fakten dieser Partie. Das Endergebnis 1:1. Rapid war mehr im Ballbesitz als Ried. Und zwar deutlich. Zweikampfverhältnis im Großen und Ganzen ausgeglichen. Auch die Foulstatistik. Rapid hatte mehr Eckbälle. Rapid hat wesentlich mehr Torschüsse abgegeben, aber die Rieder, die waren enorm gefährlich, brachten mehr Torschüsse aufs Tor von Helge Peyer. Auch ein Zeichen dafür, dass die Rieder eben eine Mannschaft sind, die in der Lage ist, sehr effizient Fußball zu spielen. Das Umschalten von Defensive auf Offensive, das hat allerdings nicht ganz so gut funktioniert, auch deshalb, weil es Rapid nicht immer zugelassen hat. Der Pechvogel des Abends ist der Rieder Kapitän. Gute Nachricht für ihn. Die Partie ging nach seinem schweren Fehler nicht verloren.
der glücklichste Mensch, dass es ein Unentschieden gibt hier in Ried? Ja, Sieg wäre mir natürlich nur lieber gewesen, aber auf jeden Fall mit dem Punkt müssen wir dann zufrieden sein. Ich muss mich natürlich bei der Mannschaft bedanken, dass sie wenigstens das Tor noch geschossen haben und den Punkt dann gerettet haben, weil so ein Lapsus darf natürlich nicht passieren. Ja, wie entsetzt waren Sie da in diesem Moment selber? Ja, entsetzt. Der Ball rutscht mir durch. Wie gesagt, das darf nicht passieren, aber Hut ab vor der Mannschaft, sie hat es gut weggesteckt. Wir sind danach aufgewacht und haben gleich eine gute Reaktion gezeigt und ich denke mal, das macht den Charakter unserer Mannschaft aus. Auch Ihr Gegenüber, der Helge Bayer, hat dann nicht allzu gut ausgesehen beim 1:1. Ist in diesem Fall geteiltes Leid, zumindest annähernd, halbes Leid? Nein, absolut nicht. Man freut sich erstens mal nicht über Patzer von Kollegen. Und eigene Patzer sind natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Und da freut man sich dann über nichts anderes, aber natürlich über den Punkt, dass wir das Tor geschossen haben. Aber wie es entstanden ist, freut man sich natürlich nicht. Oder das geteiltes Leid ist auf jeden Fall nicht angebracht. Was machen Sie mit Ihren Handschuhen? Werden die weiterverwendet oder werden die einfach verbrannt nach so einem Spiel? Nein, die Handschuhsmaterial kann nichts dafür, das war ein Konzentrationsfehler. Also so abergläubisch bin ich da nicht, dass ich da sage, ich schmeiße sie weg. Wie gesagt, es darf nicht passieren. Ich wollte das Spiel schnell machen, war schon wieder ein Gedanken zu weit. Wie damals gegen Salzburg? Damals gegen Salzburg eben. Da war es halt mit dem Fuß und jetzt war es mit der Hand. Wie gesagt, das darf nicht passieren. In der Saison ist es leider immer mal wieder drin und das ärgert mich maßlos. Also ich muss jetzt mal schauen, dass ich die Konstanz wieder reinbringe, wie ich die letzten Spiele, glaube ich, gehabt habe. Aber dann so ein Bock haut mich natürlich ein bisschen zurück. Was sagen Sie generell zur Leistung Ihrer Mannschaft heute? Ja, ich denke mal, es war auf jeden Fall ein verdientes Unentschieden. Wir haben erste Halbzeit eigentlich sehr schlecht ins Spiel gefunden. Durch den Rückstand sind wir dann eigentlich aufgewacht und sind aggressiver geworden. Und im Endeffekt, denke ich, zum Schluss hinaus ist es ein verdientes Unentschieden. Danke. Danke. Ciao. Handshake zwischen den beiden Trainern, Paul Kludowatz und Peter Schöttl. Am Ende also ein 1:1 Unentschieden zwischen Ried und Rapid Hans Krankl in einem qualitativ nicht sonderlich hochstehenden Bundesligaspiel. Nicht sonderlich hochstehend, nicht schlecht, aber nichts Besonderes und im Grunde genommen die Punkteteilung ja, im Großen und Ganzen in Ordnung. Glücklicher für Ried, weil ich Rapid war dem Sieg näher. Rapid aufgrund der ersten Hälfte hätte den Sieg mehr verdient wie Ried. So war es auch. Ist es ein Unentschieden geworden. Für Rapid sind es verlorene Punkte. Die Leistung war in Ordnung von Rapid, war nicht schlecht. Die Punkte fehlen wieder. Für Ried, glaube ich, die Rieder heute sind zufrieden mit dem Punkt. Warum ist das Spiel, und vor allem auch von Rapid, in Hälfte 2 nicht annähernd weitergelaufen wie in Hälfte 1? Da gab es ja die Tormöglichkeiten auch für die Wiener. Ja, sie waren zweite Hälfte dann nicht mehr so gut. Oder man kann auch sagen, dass die Rieder zweite Hälfte sich besser aus der Affäre gezogen haben. Es war ziemlich, zweite Hälfte war die ganze Zeit ziemlich ausgeglichen. Ja, wir haben nach dem Schlusspfiff auch noch gesehen, wie die Rieder in einem Kreis sich quasi über dieses Unentschieden, über diesen Punkt gefreut haben mit dem Trainer gemeinsam mit Paul Kludowatz. Möglicherweise auch ein Zeichen nach außen. Erstens, dass hier der Teamgeist stimmt, ja, die Gemeinschaft und zum Zweiten auch die Freude wohl über diesen Punkt. So wie ich gesagt habe, ich denke mir, sie sind heute zufrieden mit dem Punkt. Mehr war für einer heute auf keinen Fall drin und ich glaube, das haben sie gut erkannt. Und okay, Unentschieden, Ried Rapid, 1:1 Unentschieden ist nicht schlecht für die Rieder. Ja, aber es steht auch fest, dass Rapid offensichtlich gegen Ried zumindest heuer in dieser Saison nicht gewinnen kann. Gab also heute zwei Spiele und damit auch ein interessantes Bild in der Tabelle. Nachdem der Tabellenführer heute Nachmittag nur unter Anführungszeichen 0:0 Unentschieden gespielt hat in Wiener Neustadt, haben auch die beiden Mannschaften heute hier am Abend, Rapid und Ried, nicht wirklich bodengut gemacht. Die Differenz, Hans Krankl, bleibt also bei 6:10. Die Austria ebenso wie Salzburg und Sturm erst morgen im Einsatz. Ja, es ist so, ich wurde schon jetzt auch schon das zweite Mal gefragt wegen Admira. Ich denke mir, der Didi Küber hat zu Hause, wird sich freuen, da hat sich sicher das Match angeschaut. Und ich denke mir, es ist durchaus möglich, dass Admira auch der Winterkönig ist oder die Winterkrone hat. Das kann durchaus möglich sein. Samstagbegegnungen in der 14. Runde der Tipp 3 Bundesliga. Willkommen in Ried, wo vor kurzem das Spiel zwischen Ried und Rapid mit 1:1 unentschieden geendet hat. Unser Sky-Experte am heutigen Abend ist Hans Krankl. Schönen Abend nochmals. Guten Abend. Das 1:1 unentschieden, Hans Krankl, wie gerechtfertigt am Ende diese Punkteteilung für die beiden Teams? Glücklich für Ried. Rapid hätte sich vielleicht den Sieg verdient, haben eine gute Leistung geboten, aber
Ich denke mir, wenn es verlorene Punkte sind, sind es heute für verlorene Punkte für Rapid. Ja, nachdem also heute zwei Spiele waren, gab es zwei Unentschieden. Ein 0:0 zwischen Admira zu Gast in Wiener Neustadt und eben zwischen Ried und Rapid. Damit in der Tabelle also der Abstand vorerst zwischen dem Tabellenführer Admira und den Verfolgern gleich geblieben, wobei die Austria, Salzburg und Sturm ja erst morgen im Einsatz sind. Hier also in Ried hat Rapid einen Punkt geholt und das, obwohl Steffen Hofmann sein Comeback gefeiert hat nach seiner Verletzung, war heute von Anfang an wieder mit dabei und trotzdem unter Anführungszeichen nur ein Punkt hier in Ried. Gunter Schwarz mit den Höhepunkten. Ja, Steffen Hofmann steht also nach seiner Verletzungspause wieder in der Startelf. Der Rapid-Kapitän spielt im 4-2-3-1 zentral hinter der einzigen echten Spitze Guido Burgstaller. Ja, und dieser Burgstaller ist gleich bei der ersten gefährlichen Aktion maßgeblich beteiligt. Hier spielt er auf für Christopher Trimmel, der scheitert an Thomas Gebauer. Passiert ist das Ganze nach 12 Minuten. Burgstaller zunächst vorbei an Rotpuller und dann Trimmel vor Basala Masana am Ball. Die Gäste aus Wien sind in der Anfangsphase überlegen und auch gefährlicher. 23 Minuten gespielt. Steffen Hofmann mit einer guten Möglichkeit, aber er trifft den Ball alles andere als optimal. Und nur zwei Minuten später wieder Rapid. Diesmal über Drazan mit der Flanke, dann Trimmel mit dem Kopfball. Die Rieder bekommen den Ball nicht weg. Da ist Katzer auch noch einmal dabei. Und dann Casanova zu Trimmel. Eigentlich ein ungefährlicher Schuss, aber der rutscht Thomas Gebauer durch. Und Rapid führt nach 25 Minuten mit 1:0. Das liegt zum einen daran, dass Ried hier den Ball nicht wegbekommt. Casanova köpfelt dann genau zu Trimmel. Aber natürlich muss Thomas Gebauer diesen Ball halten. Eigentlich keine besonders schwere Aufgabe für den Rieder Torhüter. Das vierte Saisontor von Christopher Trimmel, der auch gegen Sturm getroffen hat. Ja, und von Ried war bis dahin offensiv herzlich wenig zu sehen. Und dann kommt einmal ein Schuss der Innviertler aufs Tor, nämlich von Nacho. Und der ist auch drin. 29. Minute, nur 4 Minuten nach der Führung für Rapid. Der Ausgleich. Das zweite Saisontor für den Spanier, der morgen seinen 29. Geburtstag feiert. Mit dem ersten Torschuss gleicht Ried aus. Und hier gilt das Gleiche wie für Thomas Gebauer auf der anderen Seite. Auch den Schuss muss Helge Payer natürlich halten, auch wenn der Ball da kurz davor noch aufspringt. Rapid lässt sich vom Ausgleich nicht aus der Bahn werfen, hat nur 4 Minuten nach dem 1:1 diese Möglichkeit. Steffen Hofmann trifft den Ball diesmal besser, schießt aber genau auf Thomas Gebauer. Ja, und dann kurz vor der Pause noch einmal die Rapidler. Christopher Trimmel, der auffälligste Gästespieler in der ersten Hälfte mit diesem Kopfball. Zur Pause steht es 1:1. Helge Payer hat den einzigen Schuss, der auf sein Tor kam, passieren lassen. Auch nach dem Seitenwechsel macht Rapid zunächst weiter das Spiel. 47. Minute, gute Möglichkeit für Thomas Braga. Der schießt aber am Tor vorbei. Schön gespielt von Mario Sonnleitner. Die Rieder Defensive nicht im Bilde, aber Thomas Braga bringt den Ball nicht aufs Tor. Paul Gludowatz sieht seine Mannschaft auch zu Beginn der zweiten Hälfte immer wieder unter Druck geraten. Nach einer Stunde eine Doppelchance für Rapid. Zunächst wieder Thomas Braga. Braga vorbei an Riegler und dann Hofmann mit dem Abschluss. Da bekommt Jan-Marc Riegler gerade noch das Bein hin, verhindert, dass der Ball hier aufs Tor kommt. Und nach der anschließenden Ecke Steffen Hofmann mit der Flanke auf den eingewechselten Nuhio, der sich da im Kopfballduell durchsetzt. Hätte auch ein Foul sein können, aber die Partie lief weiter. Nuhio köpfelt neben das Tor. Rapid drängt aufs 2:1. 20 Minuten vor Schluss kommt Ried mal zu einer Konterchance. Das war Nacho. Aber Helge Payer diesmal sicher bei den Gästen. Bei Rapid fehlen in der Schlussphase dann die gefährlichen Möglichkeiten. Ried hat die eine oder andere gefährliche Offensivaktion. Kopfball von Nacho nach einer Flanke des eingewechselten Stefan Lexer. Das war in Minute 78 und dann 6 Minuten vor dem Ende wieder die Innviertler. Meilinger raus für Thomas Hinum, der schließt ab. Aber Helge Payer
hat nach seinem Patzer in der ersten Spielhälfte nach der Pause einige gute Paraden gezeigt. Ja, und kurz vor Schluss hat Rapid dann noch einmal die Möglichkeit, die Partie zu entscheiden. Die 88. Minute. Guido Burgstaller einen Tick zu kurz. Damit lautet der Endstand bei Ried gegen Rapid 1:1. Die Hütteldorfer hatten vor allem vor der Pause deutlich mehr Chancen, konnten aber keine davon verwerten. Ja, und ob der Ried-Trainer Paul Kudowatz mit dem Punkt zufrieden ist, das hören wir jetzt. Ja, denn Paul Kudowatz ist hier schon angeregt im Gespräch mit unserem Sky-Experten, mit Hans Krankl. Herr Kudowatz, wie gerechtfertigt ist das Unentschieden? Hans Krankl hat gemeint, aufgrund der ersten Spielhälfte eher glücklich für Ried, weil da Rapid die klaren Tormöglichkeiten gehabt. Schritt näher, bitte. Es geht darum, dass ich das bestätigen werde. Ein glücklicher Punkt, aber ich gehe schon davon aus, dass wir gegen eine sehr starke Rapid gespielt haben, mit sehr viel Wucht, mit sehr viel variablen Angriffen, ohne die etatmäßigen Spitzen. Wenn drei Spitzen draußen aufwärmen, dann wird einem Angst und Bang dabei. Aber Rapid hat oder ist von mir etwas groß geredet worden, deswegen haben unsere Burschen in die Hosen gemacht. Ersten 20 Minuten. Sie haben gegen Rapid vor 10 dann gewonnen. Ersten 20 Minuten, ich weiß nicht. Ich habe Rapid jetzt gegen Sturm in Erinnerung und Rapid wird immer besser. Rapid wird immer stärker. Rapid ist eine echte Spitzenmannschaft und wir dürfen uns unseren Erwartungshaltungen gemäß realistisch etwas tiefer einordnen. Und deswegen ist es mehr als gerechtfertigt, nicht Rapid groß zu reden, sondern Rapid den entsprechenden Stellenwert zuzuschreiben. Sodass wir auch in der zweiten Halbzeit gegen eine Powerplay spielende Rapid-Mannschaft, ja, unsere drei Torschüsse waren schön, sagen wir so, aber das Unentschieden, das freut mich für alle bei uns, weil wir jetzt einmal in die Länderspielpause mit einem Punkt mehr gehen und das ist mir wichtig gewesen. Hans Krankl, Paul Kudowatz, voll des Lobes über Rapid. Paul kann sehr charmant sein und ist natürlich weiterhin ein Meister des Understatement. Ja, da eine sehr, sehr gute Mannschaft, die sich vor Rapid nicht verstecken braucht. Aber heute muss man ehrlich sagen, heute hätte vielleicht, wie ich schon gesagt habe, Rapid den Sieg verdient gehabt, aufgrund der Chancen, besonders erste Hälfte. Sie haben es nicht gemacht. Also heute hat Rapid zwei Punkte verloren hier. Und ich glaube, Ried ist sehr zufrieden mit dem Punkt heute. Ja, die Chancen, die Rapid hatte, wurden ja nicht genutzt. Paul Kudowatz, nämlich das Tor. Das war ja ein klarer Fehler Ihres Torhüters von Thomas Gebauer. Wir können dann auch nochmals einen Blick drauf werfen. Wieso ist das erklärbar, dass Gebauer, der zwischendurch hervorragende Paraden hat, aber ab und an auch Aussätze hat? Ich erinnere euch auch an das Gegentor gegen Salzburg zum Beispiel. Jetzt haben Sie beides erwähnt. Den Schuss aus kurzer Distanz zu retten, ist für mich genauso in Erinnerung wie das Tor. Und deswegen werde ich hier auch niemandem eine Schuld zuweisen. Denn man muss vielen, vielen Spielern mehr Schuld zuweisen, die mit Ballfehlern oder mit Zuspielfehlern agiert haben. Ich möchte das gar nicht sehen, was ich hier jetzt gesehen habe. Ja, aber es gab eben bitte Hand. Da hat er recht, weil wie ich schon gesagt habe, also das war ein richtiges Steuertor, was er heute gekriegt hat. Aber er ist ein guter Tormann und er hat so viele Spiele für Ried sehr, sehr gut gespielt. Und es gibt so viele Ballfehler wirklich im Spiel. Und der Tormann ist halt dann der Schuldige. Ist genauso wie beim Helge Bayer. Dann sagen sie wieder, der Helge Bayer ist ein schlechter Tormann. Der Helge Bayer ist genauso ausgezeichneter Tormann wie der Gebauer. Und so etwas passiert einmal. Und es passieren sehr, sehr viele Fehler im Spiel oder Spieler vergeben Torchancen. Da ist es halt nicht so krass wie bei einem Tormann. Aber ich glaube, der Gebauer ist ein guter Tormann. Und da hat er schon sehr führen, ebenso wie der Helge Bayer Rapid. Und man sollte nicht immer die Torleute so halt also in die Schuld nehmen und dann verdammen, sagen wir mal so. Sie haben es schon angesprochen, der Ausgleich dann das 1:1 durch einen Fehler von Helge Payer. Der Schuss kam von Nacho, der also heute in seinem 100. Bundesligaspiel sich quasi auch selbst ein schönes Geschenk gemacht hat. Da gab es ja auch immer wieder die Überlegung, nehme ich an, auch für Sie, wieder mal Stefan Lexer von Beginn an zu bringen. Sie wurden dann auch durch diesen Schuss unter anderem damit bestätigt. Was entscheidet momentan für Sie zugunsten von Nacho und nicht zugunsten von Lexer in der Startformation? Das war eine positionsspezifische Entscheidung, nicht mehr, nicht weniger. Stefan gibt es eine Hochrechnung. Wenn einer drei Wochen ausfällt, dann braucht er drei Wochen, bis er wieder reinkommt. Er hat das akzeptiert, das freut mich.
Er ist einer der wenigen Leader in unserem Team, nicht nur was das Alter betrifft, sondern auch was seine Leistungen betreffen. Und deswegen arbeiten wir auf den nächsten Block jetzt hin, und der nächste Block sind die 5 Spiele bis in die Winterpause. Das heißt, nach der Länderspielpause ist Lexer wieder ein wirkliches Thema für die Startformation. Ich bin froh, dass wir Alternativen in der Offensive haben. Würden wir die auch in der Defensive haben, dann könnten wir auch besser, noch besser ausschauen. Frau Kludwatz, bevor wir weitersprechen, hören wir vielleicht die Analyse des Rapid-Trainers Peter Schöttl jetzt live bei Gerhard Krabbe. Ja, Peter Schöttl, ein Punkt hier in Ried, ist das gut oder nach dem Gezeigten nur so lala? Ja, zufrieden sind wir nicht mit dem Punkt. Also aufgrund der Leistung, aufgrund der eindeutigen größeren Anzahl an Torschancen hätten wir den Sieg ganz sicher verdient gehabt, aber wir machen uns heute durch die vielen vergebenen Chancen das Leben selber schwer. Ich als Trainer kann aber nicht nur das Ergebnis sehen, sondern vor allem die Leistung, und die war richtig gut heute. Also ich kann mich nicht erinnern, dass in den letzten Jahren Ried zu Hause so unter Druck gestanden ist. Ein einziger Vorwurf, was ich meinen Spielern machen kann, ist, dass sie heute zu fahrlässig umgegangen sind mit den Torschancen. Ja, was sagen Sie zu den Tormännern? Die sind heute doch im Blickpunkt gestanden. Hat sich der Helge Beyer da auch ungewollt solidarisch dann erklärt mit seinem Gegenüber? Ja, haben beide nicht gut ausgesehen bei den Toren, sind aber, wie der Hans richtig gesagt hat, beides natürlich hervorragende Torhüter. Ist passiert. Und ja, Ried war, glaube ich, in der Phase, glaube ich, in der ersten Hälfte überhaupt nur einen Torschuss gehabt und hat den Ausgleich auf einmal gehabt. Das hat uns natürlich sehr wehgetan. Aber noch einmal, uns fehlen natürlich wieder die Punkte, aber mit der Leistung war ich wirklich zufrieden. Ja, Paul Gudowatz meint, Rapid wird immer besser. Sehen Sie das auch so? Ich sehe es auch so. Ich sage das eh schon seit Wochen. Ja, Fans und Journalisten sehen es halt nicht so oder nicht oft so. Ist ganz egal. Wichtig ist, dass wir an uns glauben. Ich denke auch, dass es schrittweise besser wird, dass man jetzt schon auch sehen kann, dass ich so einen gewissen Stamm gefunden habe, wo man immer ein, zwei Abweichungen einfach machen kann. Und dass es natürlich für einige, die in den letzten Jahren sehr viel gespielt haben, eine schwierige Situation ist, wenn sie nicht spielen, das ist mir natürlich auch klar. Denken Sie, dass Didi Küper heute die größte Gaudi mit diesem Ergebnis hier hat? Das weiß ich nicht. Also er hätte vermutlich auch gerne in Wiener Neustadt gewonnen. Abgerechnet wird irgendwann im Mai, und wenn wir so weiterspielen, dann werden wir noch viele Punkte machen. Ein paar Worte noch zu Steffen Hofmann. Der hat heute wieder gespielt auf dieser Position, wo Sie ihn eben gerne sehen. Er war auch das ein oder andere Mal torgefährlich heute. Aber warum hat es da doch noch gefehlt, auch dieser Endzweck heute? Kann ich nicht sagen, aber mir liegt es schon am Herzen, dass er vielleicht ein bisschen wegkommen sollte. Bei so einem Spiel dann nur vom Steffen Hofmann zu reden. Der hat Großes geleistet in den letzten Jahren für den Verein. Aber ich denke schon, dass es uns gelungen ist, dass wir die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Und er war heute einfach Teil einer sehr guten Mannschaft. Und er hat gut gespielt. Er hat im Moment halt nicht das Glück, dass er das Tor erzielt. Aber er hat eine gute Leistung gebraucht, genauso wie seine Mitspieler. Danke. Ja, und wir sind wieder hier. Paul Gudowatz, Sie hatten ja heute vor dem Spiel auch ein Gespräch, einen Besuch vom Teamchef Marcel Koller, war hier in Ried, sind jetzt die Irritationen ausgeräumt. Wir haben auch ein interessantes Bild während des Spiels von Ihnen, wo Sie sich Notizen machen, und dann haben sich viele bei uns, inklusive Hans Krankl, gefragt, ja, ob jetzt Paul Gudowatz auch ein Facebook-Trainer wird vielleicht. Ja, er ist jetzt schon ein Schreiber, also das ist schon der Weg dorthin beginnt. Ich beobachte sehr viele Trainer jetzt in Österreich und auch im Ausland. Der größte war, also den größten Block hat der Van Gaal gehabt bei Bayern. Also die haben ja alles, die tun dann den Spieler dann aufgrund von Tafeln dann erklären, was sie zu tun haben, wenn sie ins Spiel kommen. Ich weiß nicht, warum das nicht schon vorher stattfindet, aber ist sehr interessant. Und der Pauli war ja so die alte Schule, und jetzt sehe ich natürlich durch die vielen Diskussionen mit Marcel Koller, dass er hier fängt, ganz einfach modern zu werden. Es beginnt mit der Schreiberei. Ich denke mir, er wird schon Facebook-Freunde haben. Glaube ich. Ich habe keinen Facebook-Freund. Es geht darum, dass ich diese von Ihnen angesprochene Irritation schon im Vorfeld ausgeräumt habe. Und das, was das Schreiben betrifft, das ist ein gewisses Alter. Bei vielen Trainern, Cheftrainern schreiben das die Co-Trainer. Bei uns muss es ich aufschreiben, und die anderen merken sich das, und es wird dabei bleiben.
Und ich würde gerne dein Facebook-Freund werden, aber ich bin ja selbst nicht im Facebook. Noch nicht. Aber du weißt, du bist noch nicht 50 Jahre alt, ja, aber die ab 50-Jährigen werden jetzt vermehrt Facebook-Freunde. Sehr anständig von dir, diese Aussage. Bevor es dann den obligatorischen Rotwein gibt für die Gäste hier in Ried von Paul Kludowitz für Hans Krankl, noch im Ernst, Marcel Koller, abgesehen davon, dass Sie diese möglicherweise persönliche Irritation beiseite geschaffen haben, wie bewerten Sie das, dass er jetzt eigentlich auch nach Ried kommt, wo man ja, sage ich einmal, als Teamchef nicht immer unbedingt auch sofort zugegen war? Wenn Sie wiederum eine ironische Meinung von mir haben wollen, dann werde ich das tun. Es haben viele im Vorfeld schon gesagt, es wäre gut, wenn Ried eine andere Adresse angeben würde, das heißt Marie-Hilfer-Straße 1060 Wien, dann würde der eine oder andere Teamspieler vielleicht von hier kommen, aber wenn ich daran denke, dass es jetzt der vierte war, der über Ried und von Ried aus ins Team es geschafft hat, dann war das mehr als korrekt von Marcel Koller, sich hier zu zeigen, nicht nur zu zeigen, sondern auch ein Gespräch zu suchen. Und dass ich vom Zielparagrafen des ÖFB immer wieder erwähnt, dass es hier um den Spieler geht und um die Spieler und um die Mannschaft und nicht um uns Trainer gearbeitet habe, 26 Jahre im ÖFB und jetzt auch bei der SV Josko Ried, das mag ich hier noch zum Schluss erwähnt haben. Aber gibt es aktuell für Sie einen Spieler in Ihrem Kader, den Sie Marcel Koller besonders ans Herz gelegt haben, den Fokus auf diesen Spieler zu legen? Ich habe mich gefreut, dass er Mader genommen hat. Und alles Weitere, da macht er sich ein Bild. Wenn er uns zweimal in einer Woche gesehen hat, dann wird er schon wissen, wen er brauchen kann und wen nicht. Gut, dann sage ich danke fürs Gespräch. Und das mit dem Rotwein habe ich ernst gemeint, oder? Weil bei Hans Krankl ist ein wenig enttäuscht, dass Sie vielen hier schon einen Rotwein gegeben haben. Ich habe es auch ernst gemeint. Der erste Sprinterfolg jetzt ins Auto. Im Kofferraum habe ich einen roten und dann werde ich dem Hans persönlich überreichen. Vielen Dank für das Alter, vielen Dank schon im Vorhinein für den Rotwein. Danke. Du bist ein sympathischer Trainer, wirklich. Okay. Gewesen. Danke vielmals. Kommst von mir Kudowatz. Immer die volle Punkteanzahl. Beide am Samstag, beide enden unentschieden, zwei Treffer insgesamt. Zum einen das 0:0 zwischen Wiener Neustadt und Admira eben gesehen und auch hier live zu sehen gewesen, die Begegnung zwischen Josko Ried und Rapid 1:1. Morgen dann die drei weiteren Spiele mit den drei Europa-League-Startern. Und vor diesen drei Begegnungen sieht also die Tabelle wie folgt aus. Admira bleibt an der Tabellenspitze, das war aber schon vor Beginn dieser Runde klar. Im Moment hat die Mannschaft von Didi Kühbauer die Tabellenposition sogar um einen Punkt erweitert auf die Austria, die ja eben morgen erst im Einsatz ist. Rapid und Ried nach dem Unentschieden also 6 Punkte weiterhin hinter der Admira. Und Wiener Neustadt, da werden Punkt für Punkt wird da gesammelt. Mittlerweile also 5 Zähler vor Mattersburg und Kapfenberg. Eine Nachricht gibt es hier noch aus der Rapid-Kabine. Christopher Trimmel musste ja verletzungsbedingt ausgewechselt werden, hat Adduktorenprobleme und die könnten sich als schwerer oder schwieriger erweisen als ursprünglich gedacht. Könnte so sein, dass es eine längere Verletzung wird und vor allem dann auch für ihn bitter, dann würde er nicht einrücken können beim ersten Teamspiel, Länderspiel von Marcel Koller. Ja, das werden die Ärzte klären. Das passiert im Fußball immer wieder. Ja, soweit also die aktuellen Informationen zu Rapid, zu Christopher Trimmel und für Sie natürlich die Hinweise. Morgen dann die drei Spiele, ein langer Fußballsonntag auf Sky. Für Sie ab 15.30 Uhr die Vorberichterstattung mit den beiden Spielen. Zum einen das steirische Derby Sturm gegen Kapfenberg und dann noch das Spiel im Pappelstadion Mattersburg gegen Salzburg, entweder in Konferenz oder einzeln zu sehen. Und danach exklusiv ab 18.15 Uhr die Begegnung aus der Generali-Arena Austria-Wien gegen Wacker Innsbruck. Das war's aus Ried, das war's aus der Keine-Sorgen-Arena. Bedanke mich bei Hans Krankl für die Analysen. Bedanke mich auch. Gute Heimfahrt und jetzt noch ein Glas Rotwein mit Paul Kludowatz. Alles Gute dabei, Prost. Danke. Und Ihnen natürlich noch einen schönen Abend.